Türke verführt auch die Welt. Der Islam. Aber er sitzt nicht im Tempel Gottes. Führet nicht den Namen Christi und St. Petri, auch die Heilige Schrift nicht, sondern stürmet auswendig die Christenheit und rühmet sich derselben Feind. Aber dieser inwendige Verstörer will Freund sein, will Vater heißen und ist zweifeltig ärger dann der Türk. Das heißt, ein Gräuel der Verwüstung, Matthäus 24, 15, oder Verstörung. Ein Abgott, der wider Christum alles verstöret, was Christus gebaut und uns gegeben hat. Oh, wie schrecklich ist solcher Gräuel anzusehen und zu hören, das sei kürzlich gesagt von anderen Schaden durch des Papsts Binderei, Seelmörderei, Abgötterei, Lügen und des Glaubens Zerstörung, christlicher Freiheit Gefängnis und der gewissen Verderbung erfüllet. Kurze Pause. Ich musste mal kurz einen Schluck trinken und zur Besinnung kommen. Ich habe das hier ja vorher noch gar nicht gelesen, das ist ja auch für mich das erste Mal. Aber diesen letzten Absatz, den lese ich nochmal und danach werde ich ihn erklären. Der Türke, und das ist natürlich in der Zeit von Martin Luther, da nennt er es den Türken, wir sagen heute der Islam. Der Türke verführt auch die Welt. Aber er sitzt nicht im Tempel Gottes, er führt nicht den Namen Christi und St. Petrus, auch die Heilige Schrift nicht, sondern er greift die Christenheit von außen an und rühmet sich derselben Feind. Ja? Also ich lese das jetzt im neudeutschen Verständnis, nicht in dem Lutherdeutsch aus dem 16. Jahrhundert. Aber dieser inwendige Zerstörer, ja, dieser Zerstörer von innen will Freund sein. Hier spricht er vom Papst. Will Vater heißen und ist unzweifelhaft viel schlimmer als der Türke. Das heißt, er ist ein Gräuel der Verwüstung, wie wir in Matthäus 24, Vers 15 oder der Zerstörung lesen können. Ein Abgott, der wider Christum alles zerstört, was Christus gebaut und uns gegeben hat. Oh, wie schrecklich ist solcher Gräuel anzusehen und zu hören, das sei kürzlich gesagt vom anderen Schaden durch des Papst Binderei, Selbstmörderei, Abgötterei, Lügen und des Glaubens Zerstörung, christlicher Freiheit Gefängnis und der gewissen Verderbung erfüllt. So steht's hier in diesem Absatz, mehr oder weniger auf Hochdeutsch vorgelesen. Ja, der Türke verführt auch die Welt. Ja, das tut er ganz sicher im Jahr 2017 und 2016 und 2015 und davor und davor und davor und auch danach und danach und danach. Weil das Papsttum den Islam gegründet hat und den Islam gebraucht, um den Leuten, die sowieso nicht wissen, wer der Antichrist ist, Angst zu machen. Angst vorm Islam kann man doch nur haben, wenn man nicht weiß, wer den Islam steuert. Und der Islam ist gesteuert vom Vatikan, von der römisch-katholischen Kirche. Er ist gesteuert vom Papsttum, das vom Teufel gestiftet ist. Ich will hiermit nicht sagen, dass der Islam keine Gefahr ist. Ja, im Grunde will ich das schon sagen. Der Islam ist keine Gefahr. Der Islam ist genauso gefährlich wie diese ganzen Terroristen. Die Terroristen sind aber alle staatsgesteuert. Es gibt keinen Terrorismus außer dem, der vom Staat gesteuert, bezahlt, finanziert, ausgebildet und gesteuert ist von A bis Z. Deswegen sprechen ja so viele Leute von False Flag, von diesen ganzen falschen Anschlägen. Was heißen diese falschen Anschläge? Dass andere Leute dahinter stecken als die, die euch offiziell im Fernsehen erzählt werden, die dahinter stecken. Das ist auch so. Und da gibt es so lange Geschichten, da kann man ja eigene Bücher drüber schreiben. MK Ultra, Persönlichkeitsverlust oder eben zwei Persönlichkeiten schaffen. Solche ganzen Sachen. Das ist ja alles richtig. Aber wer steckt denn dahinter? Dahinter steckt nicht, jetzt im Fall von ISIS, dahinter steckt nicht der Islam selber. Der Islam ist nur Mittel zum Zweck. Und ihr begreift es nicht, weil ihr nicht begreift, dass der Papst der Antichrist ist. Alles Böse auf dieser Welt hat eine Ursache, den Teufel.
Und der Stellvertreter des Teufels auf Erden ist der Papst. Und der Papst und seine Institution, die römisch-katholische Kirche auf der spirituellen Seite, und der Vatikan, das Land auf der anderen Seite, das Biest, ja, es gibt in Offenbarung, gibt es das Tier, das Biest und die Frau. Das Biest ist ein Königreich, der Vatikan ist ein Königreich und die Frau ist die römisch-katholische Kirche. Und die Frau reitet das Biest, die römisch-katholische Kirche reitet das Biest des Vatikan, das Tier ist des Vatikan. Und diese politische Macht ist die Macht, die den Terrorismus steuert, ist die Macht, die den Islamismus steuert, die den Islam steuert. Diese leichtgläubigen Muslime, die genauso leicht verführbar sind wie wir. Man kann den Muslimen ja nicht mal irgendwas vorwerfen. Wir sind doch genauso leichtgläubig. Wer im Glashaus sitzt, der sollte nicht mit Steinen werfen, ne? Wir sind doch selber belogen und betrogen von vorne und bis hinten. Und anstatt jetzt unsere Wut darüber auszulassen an den Islamisten und Muslimen und wie sie man sie alle nennen will, sollten wir uns vielleicht mal zur Bibel bekehren und sollten die Bibel hochhalten und sollten mal zu unseren Politikern sagen, hier ist die Bibel, hier ist die Wahrheit. Aber die sind natürlich alle Mitarbeiter des Satan. Der Satan selbst ist verändert in einen Engel des Lichts. Und deswegen ist es auch nicht verwunderlich, dass seine Diener mit verändert wurden in Figuren der Gerechtigkeit. Was weiß ich, wie das jetzt in der Bibel genau steht. Spürt keine Rolle. Geh nicht auf den genauen Wortlauf auf. Es geht ums Prinzip hier. Alles Böse auf dieser Welt geht vom Teufel aus. Und der Teufel hat einen Vertreter. Und der nennt sich Vicarius Filii Dei. Des Gottes dieser Welt, Vicarius. Der Gott dieser Welt ist im Neuen Testament Satan. Der Teufel. Der hat alles im Griff. Der hat alles in der Hand. Weil wir Gott nicht kennen. Weil wir Jesus Christus nicht akzeptieren. Wenn wir Jesus Christus akzeptieren, dann macht er uns frei. Und dann schauen wir auf diese ganzen Dinge wie auf ein Theater, das uns selber nicht berühren kann. Warum nicht? Weil wir wissen, dass wir von der Liebe Jesus Christus durch seine Gnade, durch sein Blut erlöst wurden. Und dass wir diesen ganzen Kram der römisch-katholischen Kirche nicht zuhören müssen, sondern dass wir da rauskommen müssen. Der Türke verführet auch die Welt. Ja, er sagt es hier ganz deutlich, der Türke verführet auch die Welt. Wer verführt denn also dann noch die Welt, wenn der Türke sie auch verführt? Ja, die römisch-katholische Kirche. Aber der Türke sitzt nicht im Tempel Gottes. Was ist denn der Tempel Gottes? Nach dem Neuen Testament sind wir der Tempel. Wir sind die Bausteine des Lebens. Wir sind die Bausteine des Lebens. Wir sind die Bausteine des Tempels. Und wir sind alle Teile des Körpers Christi, seiner Kirche. Ja? Der Tempel Gottes, das sind wir. Und das ist die Glaubensgemeinschaft der Christen. Und in diesem Tempel, da sitzt der Antichrist. Weil der sagt von sich, ich bin das Oberhaupt der Christen. Ja? Entschuldigung, ich musste eben mal husten. Der sagt, ich bin das Oberhaupt der Christen. Ich setze mich in die christliche Kongregation. Ich setze mich in den Körper Christus, in seine Kirche. Und das ist der Tempel. Aber der Türke führt nicht den Namen Christi und auch nicht den Namen St. Peter. Und Heilige Schrift. Nein, der Türke, der stürmt ganz offensichtlich die Christenheit und rühmet sich sogar, der Feind der Christenheit zu sein. Wir müssen keine Angst haben vor demjenigen, der ganz deutlich sagt, ich bin ein Feind des Christentums. Wir müssen Angst haben vor demjenigen, der sagt, ich bin ein Freund des Christentums, es aber inwendig nicht ist. Schafe oder Wölfe im Schafspelz. Die ganze Bibel lehrt das von vorne bis hinten. Und wir werden im Neuen Testament wieder und wieder und wieder gewarnt von Wölfen in Schafspelzen. Es ist der innere Feind. Wie sagen Sie das so schön?
Der amerikanische Präsident, wenn der seinen Eid ablegt, dann sagt er, dass er das Land beschützen wird von Feinden, die von innen oder von außen kommen. Ja? Natürlich, wir wissen, geistige Vorbehalte, der kann schwören, was er will. Aber warum denkt ihr dann, ist das in diesem Text mit drin, dass die Politiker sozusagen schwören, das Land, dem sie dienen, zu schützen für alle Feinde, die von außen kommen und auch die Feinde, die von innen kommen? Nun, die Feinde von innen sind sie selber. Sind sie selber. Und Martin Luther hat das ja hier vorher, ein Stückchen vorher angehört. Wenn man selber hier zu binden Macht hat, wird man ohne Zweifel nicht sich selbst, sondern andere binden. Das ist doch genau derselbe Punkt, den wir hier wieder begegnen. Ja? Wir müssen keine Angst vorm Türken haben, keine Angst vorm Islam haben. Wir müssen Angst haben vor demjenigen, der den Islam zu dem gemacht hat, was er ist. Die Leute im Islam sind alles betrogene Seelen. Genauso betrogen wie diejenigen, die mit heiligem katholischen Glauben sonntags die Kirchen stürmen, vor Maria niederfallen und andere Götter anbeten. Genauso betrogen. Denen müssen wir alle helfen, denen müssen wir unsere Liebe zeigen und denen müssen wir an der ersten Stelle die Wahrheit zeigen. Weil wenn ich meinem Bruder oder meiner Schwester die Wahrheit sage oder zeige, das ist ein großes Zeichen der Liebe. Sondern stürmet auswendig die Christenheit der Türke und rühmet sich derselben Feind. Natürlich, also dann ist er doch kein Feind. Es geht um den unwendigen Zerstörer, den inwendigen Verstörer. Der will Freund sein, der will Vater heißen. Und er ist zweifelhaftig Ärger, dann der Türk, sagt Luther hier. Der ist viel schlimmer als der Türke. Schlimmer als der Feind, der vor den Toren der Stadt steht, ist der Feind, der in der Stadt ist und die Stadt von innen anzündet. Denkt mal an das Pferd von Troja. Das trojanische Pferd.